Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, das Licht ist okay. Wir haben es nämlich schon 8:30 und ja, ich bin noch nicht dazu gekommen zu drehen, deswegen jetzt. Beziehungsweise habe ich vorhin eher so ein bisschen das schöne Wetter, was wir heute hatten, genossen, ehe es dann vielleicht nicht mehr so schön ist. Ja. Falls ihr euch jetzt fragt, ist das der Cardigan, den sie da anhat? Ja, den habe ich an. Hat sie den etwa fertig gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Ich zeig's euch. Hier sind die Nadeln noch. Na, ihr seht's. Ich hatte vorhin ein Langarm-Oberteil an. Allerdings war mir das zu warm. Und jetzt in diesem Trägertop war es mir ein bisschen zu frisch. Außerdem habe ich keine schönen Oberarme. Die wollte ich euch jetzt nicht präsentieren. Und der Cardigan lag noch vom letzten Video hier. Und dann dachte ich, okay, ziehst du den jetzt fix drüber. Ja, was habe ich heute... Achso, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hört, das ist dann eventuell meine Waschmaschine. Ja, was habe ich heute für euch? Ich habe euch im letzten Video erzählt, dass ich Wolle gekauft habe. Und ich habe die Woche über einiges bekommen schon. Zwei Pakete fehlen allerdings noch. Und ja, das habe ich für euch. Ein bisschen was Gestricktes. Und ich habe ganz vergessen, euch was zu erzählen letztes Mal. Und zwar hatte ich mir überlegt, ab Oktober, jeden Tag, an dem ich keine Wolle kaufe, 1 Euro ins Sparschwein zu stecken. Ja, bisher sind da, heute ist der 5., also 5 Euro drin. Läuft, würde ich sagen, ne? Genau, das soll jetzt erstmal bis zum 31.12. laufen und was ich dann mit dem Geld mache, ob ich in Wolle investiere oder mal weiterspare für einen Kurztrip oder, weiß ich noch nicht, entscheide ich dann. Genau. Die Wolle für meine Freundin ist allerdings noch nicht da. Die wurde heute erst verschickt. Das heißt, ich denke, die wird Montag vielleicht da sein. Montag, Dienstag. Genau. Dann zeige ich die euch einfach im nächsten Video. Es gibt übrigens einen Grund, warum ich jetzt aufnehme und nicht erst am Sonntag. Und zwar habe ich Stränge bestellt und mir juckt es so in den Fingern, die zu wickeln und anzustricken. Aber ich wollte sie euch gerne vorher zeigen, bevor ich sie wickele. Jetzt werdet ihr euch sagen, Moment mal. Du hast doch noch einen Haufen Stränge, die du noch wickeln musst. Wickel doch erstmal die. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber die sitzen gerade so neben mir, wisst ihr? Und die sagen, los, wickel mich. Genau. Fangen wir mal mit dem an, was ich die Woche so gemacht habe. Ich habe euch im vorletzten Video und im letzten Video erzählt, dass ich an dem Tuch für meine Oma weitergearbeitet habe und habe es euch aber nicht gezeigt. Ja, warum auch immer. Aber jetzt habe ich es da und jetzt zeige ich euch das. Soweit ist es mittlerweile. Und das habe ich jetzt, ist jetzt neu dazu gekommen, das Stück. Vom Markierer an. Nicht viel, aber ein bisschen was, ne? Genau. Dann habe ich die Woche an meiner blauen Sterndecke weiter gehäkelt. Aber das zeige ich euch jetzt nicht. Das sind vielleicht 2 Runden. Also nichts lohnenswertes. Zeige ich euch, denke ich mal, beim nächsten Mal. Irgendwie kriege ich auch gerade ein bisschen Schwerluft, merke ich. Keine Ahnung warum. So, dann habe ich Socken gestrickt. Den hatte ich ja letztes Mal schon, glaube ich, fertig. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, er ist immer noch nicht vernäht. Ich finde meine Vernähnadel gerade nicht. Keine Ahnung, wo die ist. Ich muss da mal suchen. Habe ich den zweiten gestrickt. Da. Ja, der ist hier unten ein bisschen anders. Der andere endet mit der Farbe hier, mit diesem Pink. Und der eben mit diesem, weiß ich nicht, Orange. Keine Ahnung, warum. Dann habe ich Socken gestrickt aus... bevor ich die euch zeige. Ich hatte ja noch so türkisbraune, wenn ihr euch erinnert. Die habe ich wieder geribbelt. Stricke ich mit dem Crazy Trio nochmal. Gefiel mir die Ferse einfach nicht, deswegen. Dann habe ich die angeschlagen aus dieser Wolle
Und zwar zeige ich dir euch mal. Die war das. Ja, so ein lila bunter Mix. Lila bunter Mix. Die schräg ich mit dem Trio. Und da ist die Ferse. Da habe ich jetzt, bin ich jetzt gerade beim Fuß stricken und habe jetzt. Ich finde aber auf dem Nadelspiel lässt sich es besser präsentieren als auf dem Trio. So, also hier ist die Ferse und das Stück habe ich jetzt gestrickt. Da habe ich heute noch ein bisschen weitergemacht. Und dann habe ich noch welche angeschlagen aus der Hot Socks Rubin von Gründel. Das ist jetzt vierfach Merino Superwash mit 75, genau. Läuft bei mir. 50% Wolle, 25 Viskose, in Klammern Bambus und 25 Polyamid. So sieht es aus. Und da bin ich jetzt soweit. Was mir aufgefallen ist bei den Babysocken, dass ich dort keinen Übergang zwischen der Nadel habe. Der sieht ganz normal aus, als wäre da nie eine Nadel. Bei meinen großen Socken für mich habe ich da einen Übergang. Also, es ist jetzt nicht so, dass es mich stört, weil es sind ja Socken für mich. Aber wenn ich sie verschenken sollte, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich halte die Nadeln bei meinen Socken nicht anders als bei diesen Socken. Beziehungsweise, ich stricke ja gerade noch aus diesen Tutti Frutti da von Schachenmeier. Diese Socken, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe vom Urlaub. Und ich werde mal gucken, wenn ich die dann weiter stricke, ob ich die Nadeln anders halte. Und dann, ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ja, mehr habe ich gar nicht gemacht die Woche. Weil, keine Ahnung. Mittwoch war ja Feiertag, war ich bei meinen Großeltern. Was hatte ich damit? Meine Socken. Die habe ich aber nochmal geribbelt. Weil da der Übergang zwischen der einen zu der anderen Nadel so extrem groß war, dass mir das absolut nicht gefiel und ich gesagt habe, so, die werden jetzt nochmal aufgemacht. Genau. Ich drücke mal fix auf Stopp. Hol jetzt meine neue Ware, meine neuen Errungenschaften und dann geht's gleich weiter. So, da bin ich wieder. Fangen wir mit dem Paket von eBay an. Und da habe ich mir den Bobble hier bestellt. Der ist in Blau und wird dann, ja, ist dann am Rand, außer außen auch nochmal blau. Allerdings sind das zwei unterschiedliche Blautöne. Das, ich weiß nicht, ihr werdet es vielleicht nicht erkennen, aber ich erkenne es halt. Es ist dreifädig, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, 1000 Meter. Und die Farbe ist die 494. Verlinke ich euch aber alles unten in der Infobox. Dann habe ich bei Etsy geshoppt und ich habe ja schon, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt, aber ich habe so ein bisschen meine Lieblingsshops und einer ist unter anderem das Wollrad. Und da habe ich einmal diese hier bestellt. Das ist ja so Brombeertöne und Grau oder, naja, oder Anthrazit mehr, keine Ahnung, weiß. Und das ist handgefärbt auf Trekking, vierfach von Zitronen. 75 Wolle, 25 Polyamid, 420 auf 100 Gramm. Den habe ich vom Wollrad und dann habe ich noch den hier vom Wollrad. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf. Den habe ich schon ein paar Tage länger. Ja, den habe ich schon seit dem 2. Oktober. Und dann habe ich heute geholt, habe ich gestern bekommen, das Paket, habe es aber nicht mehr zur Packstation geschafft, weil ich gestern was anderes vorhatte. Und danach keine Lust mehr hatte, zur Packstation zu fahren. Und da bin ich heute gefahren. Und da habe ich mir ein Paket bestellt. Ich zeige euch das mal. So groß ist das. Und da ist drinne. Und zwar ist das, ich hatte euch das letzte Mal, ihr kennt, also die, die Podcasts gucken, kennen garantiert.
Strickidi-Strackidi-Struck. Ja, die liebe Jannika. Und bei der lieben Jannika habe ich wieder zugeschlagen. Habe ich jetzt. Genau. Habe ich einmal diese Projekttasche mitbestellt. Mit so Schäfchen. Ja. Da wohnt aber noch kein Projekt drin. Mal gucken, was da für ein Projekt einzieht. Und die Jannika hat das Paket voll süß und liebevoll eingepackt. Ich zeige euch gleich, was noch drin war. Dann habe ich das bestellt. Das ist mit Glitzer. Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht. Jetzt müsstet ihr es so ein bisschen sehen, glaube ich. Und das ist jetzt 75 Schurwolle, 20 Nylon und 5% Silber Stellina. 4,5 Meter auf 100 Gramm. Silber Glitzer. Sprachfehler. Silber Glitzer Merino Sockenwolle, 4-fädig. Aber ob ich daraus wirklich Socken stricke? Oh, die gefällt mir. Und die ist so schön weich. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, dass sie so schön weich ist. Dann habe ich die hier bestellt. Ebenfalls Glitzer. Genau. Aber das ist halt so lila Töne, ne? Ich weiß nicht, ob ich daraus wirklich Socken stricken soll oder ob ich ein Tuch draus stricke. Mal gucken. Dann habe ich diese hier bestellt. Das ist jetzt Silky Singles. 70% Schurwolle, 30% Seide. Und ich glaube, daraus werde ich definitiv, glaube ich, keine Socken machen, sondern Tuch. Ich weiß bloß noch nicht welches. Ich weiß aber auch nicht, ob die Farbe mir steht. Wobei, wenn man so einen schönen, ich habe so einen richtig schönen, dunklen, grauen Wintermantel. Auch so mit so lila und rosa drinne, aber nicht extrem. Ich glaube, da würde der gut zu passen. So als Farbtupfer, wisst ihr? Ja, ich weiß aber nicht, was ich für ein Tuch stricken soll. Ja, ich muss dann mal bei Ravelry gucken, ob ich da was Schönes finde. Aber erstmal muss ich sowieso wickeln. Ja, ich hasse es. Ich glaube, ich muss mir mal einen Wollwickler zulegen. Mit der Hand zu wickeln ist auf Dauer keine Lösung. Definitiv nicht. Und dann habe ich mir noch den hier bestellt. Das ist jetzt wieder 50% Schurwolle und 50% Tencel. Merino Tencel ist das, genau. So. Ja. Was ist da drin? Türkis, lila. Ja, gefiel mir auch sehr gut. Ja, also ich habe ganz viel Wolle. Ich habe es übrigens immer noch nicht geschafft, meinen Stash mal zu fotografieren. Nehme ich aber die Tage in Angriff. Vielleicht schaffe ich das am Sonntag mal zu organisieren, dass ich das irgendwie hinkriege. Und dann werde ich euch natürlich berichten. Beziehungsweise, wenn ich es hinbekommen haben sollte, die Woche, werdet ihr das natürlich nächste Woche im Video sehen. Ja. Achso, ich habe ja gesagt, die Jannika hat das Paket total liebevoll eingepackt. Da war noch drin das. Und dann hat sie noch eine Packung Tee. Und zwar ist das Himbeer-Waldmeister. Kenne ich nämlich noch nicht. Und dann hat sie mir noch so einen schönen kleinen Kokriskeeper reingemacht. Das ist eine Sonne. Voll süß. Den werde ich dann garantiert gleich für einen ihrer Stränge verwenden. Ja. Mehr habe ich gar nicht. Ich hoffe, dass ich nächste Woche ein bisschen mehr habe, wobei ich natürlich Frühschicht habe. Da muss ich mal gucken. Nächste Woche habe ich aber dann definitiv noch die anderen beiden Pakete für euch. Da kommt nochmal ein Wobbel und insgesamt 4 Stränge. Die hat sich meine Freundin ausgesucht, aber ich glaube, das hatte ich euch erzählt, dass sie sich Wolle ausgesucht hat und ich daraus einen Loop stricken soll. Mal gucken. Wenn was übrig bleibt, hat sie gestern so zu mir gemeint, du, wenn was übrig bleibt, könntest du mir da Socken stricken? Muss ich mal gucken, weil sie hat ja größere Füße als ich. Mal gucken. Ja, das war's. Ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende, zumindest denen, die schon Wochenende haben.
Allen anderen, die wie ich morgen noch arbeiten müssen oder am Sonntag eventuell arbeiten müssen, wünsche ich eine ruhige Schicht, ohne Stress, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Ja, und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ach so, doch, ich habe noch was vergessen, bevor ich mich verabschiede. Ziel bis zum nächsten Mal ist es definitiv, einen Strang zu wickeln. So, und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.